Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Newsflash-Video zum anstehenden Lauf der OSR GT3 World Championship in Spa-Francorchamps. Ja, das Rennen wird ja morgen schon stattfinden am 27.07.2014 und wird dann vorerst auch das letzte Rennen vor der Sommerpause sein. Also danach werden dann erstmal lange keine Läufe mehr gefahren, erst Ende August wieder. Und hier jetzt nochmal die letzten Infos zu diesem Lauf, der ja wie gesagt morgen Abend stattfindet. Die Zeiten und so, Startzeiten etc. findet ihr natürlich alles auch nochmal auf der OSR Homepage. Dort könnt ihr euch natürlich gerne nochmal umgucken, ihr habt den Link unten in der Videobeschreibung. Ja, nach dem doch spannenden und knappen Lauf in Monaco geht es also weiter hier auf dieser traditionellen klassischen Rennstrecke in Belgien. Zeitlich hätte es nicht besser sein können, denn genau an diesem Wochenende, heute startet das 24-Stunden-Rennen von Spa in der Realität. Und dann morgen, wenn es zu Ende ist, für die richtigen Motorsport-Geeks, könnt ihr gleich danach hier ein Grand Prix fahren. Ja, perfekt finde ich. Und ja, jetzt möchten wir allerdings hier nochmal ganz kurz auf die Track Limits eingehen. Deswegen eigentlich auch der Hauptgrund für dieses Video. Ich werde hier mal die Wiederholung anschmeißen und euch wie immer hier die Track Limits nochmal genauer zeigen. War ja in der Vergangenheit immer nicht ganz so eindeutig. Und jetzt hier also für Spa gilt ganz klar die weiße Linienregel. Es gibt hier keine Ausnahmen in keiner Kurve. Ihr müsst überall immer innerhalb dieser weißen Linie bleiben mit zwei Rädern, so wie es im Reglement auch verankert ist. Und ja, Spa ist natürlich auch eine Strecke mit vielen Auslaufzonen mittlerweile. Und somit gibt es da einige Punkte, wo man das natürlich auch sehr leicht überschreiten kann. Gerade hier in der ersten Kurve gibt es natürlich auch so einen ziemlich breiten Curb. Den kann man auch ziemlich schneiden, wenn man will. Also dort muss man natürlich dann auch sich vorsehen und gucken, dass man hier immer innerhalb der Rennstrecke bleibt. Ja, weiter geht's. Hier ist natürlich auf der rechten Seite auch so eine Zone, wo man dann hinter den Curb fahren könnte. Dort macht man sich dann eigentlich auch, erholt man sich eigentlich auch keinen Vorteil, weil hier natürlich dieser rutschige Teppich ist. Allerdings kann man natürlich auch hier hinten so ein bisschen steiler rüberfahren und hinten die Auslaufzone nutzen. Das ist natürlich verboten. Deswegen hier auch grundsätzlich immer die weiße Linie hier betrachten als Track Limit. In der Startphase könnt ihr dort auch hinterfahren, um einen Unfall zu vermeiden. Dadurch dürft ihr euch natürlich trotzdem keinen Vorteil verschaffen. Ja, runter die Eau Rouge, natürlich auch eine knackige Stelle, gerade auch hier die Anfahrt ist immer so ein bisschen problematisch. Dort kann man nämlich auch mit sehr viel Schwung in die Kurve gehen, wenn man hier den Curb zu weit überfährt. Hier fahren gerne die Leute natürlich voll drüber. Da muss man auch drauf achten. Also wie gesagt, die weiße Linie ist das Track Limit. Zwei Reifen müssen immer daneben sein. Und natürlich gilt das auch für den Rest der Eau Rouge und gerade auch den Ausgang hier oben, den ich jetzt, glaube ich, ganz gut eingefangen habe. Dort kann man natürlich auch viel gut machen. Immer schön innerhalb dieser Begrenzung bleiben und dann ist alles gut. Ja, es gab ja auch schon viele Strafen in der Vergangenheit. Deswegen möchte ich jetzt nochmal ganz genau darauf hinweisen, dass ihr euch das wirklich ernst nehmt mit diesen Track Limits, weil es einfach auch unfair ist, wenn irgendwer sich halt Vorteile dadurch verschafft. Wir wollen natürlich einen fairen Wettbewerb haben, wo jeder dann auch die gleichen Chancen hat und somit setzen wir echt auf eure Fairness dabei und wie gesagt, beachtet das auch hier in diesen Passagen. Ich möchte jetzt nicht jede Kurve hier anhalten, auch hier beim Ausgang zum Beispiel immer darauf achten, zwei Räder auf der Rennstrecke und das ist eigentlich auch relativ easy zu machen. Ihr könnt euch natürlich auch auf der OSR-Seite nochmal das Reglement angucken und auch die Strafen. Das heißt, ihr habt natürlich, wenn ihr mal einmal rausrutscht, auch noch die Möglichkeit einer Verwarnung. Das ist also, wenn ihr vom Gas geht, ganz deutlich, dann kriegt ihr dann auch keine Strafe, wenn es mal passieren sollte. Aber wie gesagt, wenn ihr es ausnutzt und nicht vom Gas geht, dann wird es dann halt Strafen geben. Ja, hier auch, wie gesagt, überall sind es die weißen Linien, auf die es ankommt. Gerade hier in dieser Doppel-Links, die wir gerade gesehen haben, kommt man doch gerne auch mal ein bisschen weiter raus.
Dort sollt ihr dann also euch auch wieder etwas zurückfallen lassen. Diese Schikane hier, da kann man am Ausgang auch ziemlich weit rausfahren. Natürlich müsst ihr das auch hier beachten. So wie in dieser Rechtskurve dort kann man auch weit auf dem Curb rausfahren. Viel Schwung mitnehmen, da muss man auch auf achten, dass man es da nicht übertreibt. Auch hier zum Beispiel, da fährt man gerne mal hinter den Curb, wenn man gerade mal nicht so viel Speed verlieren will. Ist eben halt auch außerhalb der Strecke und somit nicht unbedingt erlaubt. Ja, und natürlich die schnellen Abschnitte hier, gerade jetzt diese superschnelle Links, die jetzt kommt, da müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass ihr es nicht übertreibt. Dort kann man natürlich gerne auch mal hinter den Curb fahren, ist also nicht erlaubt. Letzte Schikane, dasselbe Spiel, weiße Linie, genauso wie jetzt hier bei diesem Ausgang. Auch wenn ihr dort euch keinen Vorteil erarbeitet, wenn ihr dahinter fahrt, die weiße Linie bitte beachten. Ja, das war jetzt hier so die Track Limit Vorstellung. Ich hoffe, dass wir morgen ein spannendes Rennen erleben werden. Ich hoffe, dass ihr alle zahlreich erscheinen werdet. Und natürlich könnt ihr euch dann in der nächsten Woche auch wieder das Rennen anschauen bei mir auf dem Kanal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Guckt mal bei OSR auf der Seite vorbei und dann bis morgen.